Sebastian Maschberger. So, habe ich dir eben ans. Besser gesagt, guten Morgen aus Bangkok, hier aus meiner kleinen, aber feinen Wohnung. Naja, klein trifft eher, fein eher nicht. Schaut ein bisschen aus hier, aber ist ganz, ganz einfach gehalten. Ich habe da keine großen Ansprüche nicht. Ich bin hier meistens eh nur zum Arbeiten. Ja, was ist los? Bei mir gibt es jetzt Frühstück. Ja, bei mir ist halt trainingsfrei. Danach geht es zum Johann. Wir werden einkaufen gehen, mein Kühlschrank ist leer. Und dann muss ich ihm, ich habe noch eine kleine Überraschung für ihn. Und zwar habe ich ihm gerade diese Durian gekauft. Die muss er halt probieren, da muss er durch. Nicht billig der Spaß. 350 Gramm kosten 238 Baht. Das sind ungefähr, das sind 7, 8 Euro. Also sauteuer. Was genau der Unterschied ist zwischen der orangen und der gelben Durian, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch rausfinden. Ich kann nur eins sagen, das ist jetzt seit 2 Minuten in meiner Bude und die ganze Wohnung stinkt da noch. Da muss er auf jeden Fall durch. Und ja, wir sehen uns später. Heute gibt es kein Scooter-Taxi. Ich hoffe, dass der Johann da irgendwo ist. Wo ist er? Am Händelstand. Da vorne gibt es nämlich eine Nudelsuppen. Und die werde ich jetzt hier nach dem Training reinzwicken. Ich kann jetzt keine Nudelsuppe essen, weil ich jetzt bin verreckt hier. 36 Grad, glaube ich, hat es heute. Und das setzt mir zu. Johann, was treibst du denn schon wieder? Wir haben uns eine Hähnersuppe organisiert. Actually ist es noch Hähnersuppe. Post-Workout. Eine Schweinsbrandsuppe. Der Johann hat übrigens nur so einen roten Scheller, weil er gerade trainiert hat. Ja, halt. Also Elastikband natürlich. Natürlich. Nur. Ich habe mir das Elastikband dreimal gegen den Scheller gehalten. Das ist ja wirklich ein Schweinsbrunnen. Ja. Sauber. Und es klust mehr auf ein gescheites Händel. Ja. Deswegen haben wir gesagt, Bruder, gib uns einfach eine Nudelsuppe, eine gescheite, und das Händel, das schneiden wir uns selber rein. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich hätte jetzt hier nicht unbedingt. Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen gegeben. Das ist Streetfood, aber das schaut schon ein bisschen brutal aus, da. Was ihr da. Der wascht ja bloß, das Kind. Da waren wir, den sollten wir eine Spülmaschine schicken. Na, jetzt ist die Frage, ist das jetzt dann fertig, wenn es nach dem rauskommt? Ich glaube schon. Jetzt haben wir einen neuen Trinkgeld gegeben. Das Gute ist ja, wenn du hier einmal ein gutes Trinkgeld gibst, dann kannst du sicher sein, ab dem Zeitpunkt dann ist das immer brutal. Guter Service, ja. Brutal. Okay. Bye, bye. Und grab. Ist das der Roller? Ja. Sauber. Hat er abgegradet, der Johann. Heute ist brutal viel los, ohne Scheiß. Also überall. Man merkt, also schon langsam fühlt sich das wieder an, wie das Bangkok, das wir kennen. Also macht Spaß. Also auch wenn man ungefähr für Bangkok 2 Kilometer, 2 Stunden braucht, aber trotzdem. Ja. Das war meine Überraschung. Meine Überraschung war keine Überraschung. Er hat es gerochen, bevor ich es überhaupt ausgepackt habe. Also, schau, da ist er. Ja, ich riech's. Das ist einfach das Joe hat uns aus der Bude verwiesen. Jetzt müssen wir das Ding hier draußen essen. Okay. Ist jetzt mir jetzt gut? Ja. Also Fazit. Das ist ein bisschen süßer hier. Ja. Aber es schmeckt beides gleich beschissen. Okay, aber gut, jetzt habe ich schon angefangen. So, schaut so aus, als dort Bangkok wieder zur Normalität zurückkehren. Ich meine, wenn wir sagen, erstens habe ich ein Problem, dass ich mir Englisch reden darf, versehentlich. Das ist immer aber das Problem. Da war nichts geboten, oder? Da war jetzt die ganze Zeit nichts geboten. Ja. Das ist ja unser Lieblingsshop übrigens, ist gell? Ja, ja. Gefüllt mit Scheiße, aber da hinten hockt es wieder. Da hinten hockt jetzt ein Lurz rum und dann lacht es. Xari, das ist alles da hinten drin in den Kühlschrank. Ah, Mutter hockt da, was das Geile ist einfach das, pass auf. Sie versteht kein Wort. Und ich komme immer rein und rede mit ihr, wenn sie mich versteht, aber sie versteht nichts. Und dann sage ich so, ja, du verstehst ja nichts, ich weiß nicht. Und dann frage ich irgend so eine Recommendation, was war denn gut? Kannst du mir was sagen? Und dann schaut sie wieder an, weil so ein Marsmännchen, weil es nichts versteht. Ja, wir machen zwar immer Späße über das Ganze, aber letztendlich sind wir trotzdem die, die da am meisten Respekt zeigen. Mega höflich. Ja, wir genau. Sind mega höflich. Ja. Also ich habe extrem Respekt auch und ich bin immer sehr höflich und ich bin immer vorsichtig, dass ich nichts mache, was jemanden, weiß nicht, ich meine, dass er das nicht wollen würde. Ja.
So, jetzt marschier ich rein da, sorry. Brauchst du zum Essen nicht. Nein, jetzt ist ich meine Maske nicht erst, jetzt, sinnvoll war, wenn wir uns erst mal kuhen lassen, ja. Weil das dauert. Ja, wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Warum scheißen wir jetzt so übereinander? Wir sollten ja meinen, wir haben ja beide hungrig wie nochmal was, aber wir rennen in dem Supermarkt umeinander wie so zwei verwirrte Idioten. Also, da wollen wir einfach zum Händel schieren, oder? Also Fakt ist, ich mag jetzt Shrimps. Ich hab jetzt Bock auf Shrimps. Ey, das gibt mir aber nichts, Alter. Ich brauche ein scheiß Händel. Ja, du brauchst ein Händel. Händel geht nicht ganz. Oh. Ah, da gibt's das Marinierte, gell? Weißt du schon? Wo? Oh. Hier. Schau. Oh, ja. Nein, warte, da habe ich schon mal eine schlechte Erfahrung gehabt. Da hat er zu mir gesagt, das Brot nicht raus, weil es mariniert ist. Weißt du es noch? Ah, ja. Holy fuck. Ah, ja. Was ist das? Das ist toll. Aber wir kümmern uns, also der macht sie auf zwei Mahlzeiten, also auf zwei Schüsseln. Ihm eine Meinung hin. Hier ist doch eigentlich immer sowas wie das, der 300 Gramm, oder? Immer das? Das ist mir geil. Das ist ein Suppenhähner, Bruder. Suppenhähner. Wir brauchen mal nur. Okay. Ja, fuck off, das ist ein 440, das klingt besser als 300. Wo ist denn der 300er? Da, ich nehme das 300er. So. Also, jetzt bringen wir das da hier, der Protzen ist raus. Das, die schauen mir immer an, so ungefähr so. Der schaut aus, als wenn er krank ist. Was ist mit diesem Typen verkehrt? Was will der? Kann er sie einfach verpissen, bitte? Was? So. Das ist immer das, wenn ich in ihre Gesichter schaue. Dann sehe ich diese Fragezeichen und denke mir so, was denken Sie von diesen Möglichkeiten? So wahrscheinlich so alles auf einmal, ne? Ja. So, jetzt gehe ich raus, weil sonst schmeißen Sie aus. Ja. Daten sind Kanten. Thank you. So. Sorry, wie du was gefunden hast, sorry. Was hast du denn schon wieder? Hände und Beef. Okay, I'll take two of this. And these two. Also ein Thema zu gerade eben, weil Ist immer die Wahrheit. Also mit mir ist nicht gut Kirschen essen, wenn ich nichts gegessen habe für eine gewisse Time. Ich bin gesättigt. Jules, okay, dann geht's mir immer so wie diese Snickers-Werbung. Stell dir vor, ich bin der Typ aus der Snickers-Werbung, nur fünfmal so krass. Ja. Und der hört auch nicht mehr auf heute. Ich meine, es tut mir selber immer leid, aber ich kann mich einfach nicht zusammenreißen. Problem ist mainly. Die Geduldsspanne ist sehr kurz, weil die Leute hier, für, egal was die machen, brauchen die immer ewig für alles. Die Leute brauchen einfach ewig, egal was die machen. Und das ist einfach für deutsche Mentalität nicht, bei uns nicht tragbar. Beispielsweise hier, geläufiges Beispiel, Subway. Ja. Wenn du hier ein Sub bestellst, kann es dir passieren, dass am Ende wart's 15-20 Minuten. Da haben die bei uns daheim in Rosenheim, da haben die 6 Kunden auf einmal bedient. So ist es. Okay. So, jetzt. Das sind die Kartoffelverkäufer. Letztes Mal komme ich daher, dann hat er nur eine fucking Kartoffel. Dann habe ich die Karte vermessen und dann gehe ich weg und dann bringe ich davon mit 10 neue. Weißt du? Also, ich bin voll abhängig von denen. Also, mittlerweile statt Reis sind nur die Süßkartoffeln. Japanese Sweet Potato, ja. 500 Gramm. Japanese Sweet Potato. Ich meine, wo gibt's denn sowas überhaupt in Deutschland, dass der jemand für diese fucking Bratkartoffel hält? Weißt du, was ich meine? Das ist einfach das Geile hier in Thailand. Das ist einfach egal, was ich brauche, ein Bronzehändel, weißt du, so ein Grillhändel und sowas. Bei mir, wo ich wohne, da gibt es einen Grillhändelstand, der kommt einmal am Mittwoch. Ja. Und that's it, Alter. Gut. Ah ja, hier, Kopf und Krab. Ja. Sieh, das ist auch ein Beefsticks. Ja, das ist gut. Ich mein, ob das wirklich Beef ist, was wir da hingestellt. Das ist irgend so eine zusammenwickte Scheiße. Und der Typ hat nicht einmal gewusst, weil viel das sein eigenes Zeug kostet, man. Willst du mich eigentlich verarschen oder was? Entweder hat es die letzten 3-5 Wochen gar nicht verkauft. Ja, und dann sag ich so, how much? Und er so, dann fangt er an, sein Preisschild zum dran. Und Bro, ich schwör's dir, ich hab ihm 100 Baht gegeben. Dann hat er erst nur rechnen müssen, weil viel machen wir jetzt zurückgeben. Und da hat er so Scheiße. Da wo er mir wieder denkt, manchmal. Hat sie alle auf der Brennsuppe nachher geschwommen oder was geht ab? Holy moly. Jetzt haben wir hier Shrimps, Kinde. Ja, dann hat er uns einen angekauft. Und jetzt müssen wir einmal drin sitzen, die erstmal noch nicht. Und dann sehen wir uns auch. Aber ich denke, das geht schon wieder langsam zu hier. So, und wer sich immer fragt, wer die Kamerafrau ist, das ist sie. Das schaut so lustig aus, oder? Wenn da so ein Bracki vorne anläuft und sie nachdackelt,
meine Hut. Das ist hier um die Ecke und hier gehe ich jeden Tag zweimal vorbei. Ja. Wir machen nämlich nur ein zusätzliches Video, das wird heißen What are you doing in Thailand? I mean, und dann zeigen wir mal so ein bisschen so hinter den Kulissen. Hey, hörst du mich, Bro? Das ist meine Ansage an dich jetzt. Wenn du das Video jetzt angeschaut hast, bis jetzt und immer nur dabei bist, dann hast du diesen Scheißbleibschmerz von so lange ertragen, dass du zumindest einen Abonnieren-Knopf drücken kannst und uns diesen Gefallen tust, damit du hier auch nächstes Mal wieder am Start bist, wenn es wieder heißt, dass Sebastian in die Hand und sein Ausgang wird. Also.